Bitte, Herr. Na, Moment. Kriege ich einmal von dir noch deinen Ausweis? Ja, warum? Weil wir haben hier einen Alarm im Laden. Ja gut, schön, gern doch. Der Herr im Laden, packen Sie mal bitte die Streitaxt oder was Sie da in der Hand haben weg und kommen Sie mal raus. Oh, die Rohrzange. Dann kommen Sie da mal raus. Gut, wir zwei gehen mal rüber. Der Herr im Laden, kommen Sie bitte einmal raus. Ja, wir wollten gerade Tequila kaufen. Tequila kaufen? Was macht er denn da mit der Stange jetzt? Ja, keine Ahnung, was er mit der Stange da drin wenn hat. Wenn wir jetzt Tequila kaufen und dann hat er gemeint, ja. Der geht da rein Tequila kaufen und dann hat er die Rohrzange rausgeholt. Keine Ahnung, was da los war. Eventuell gab es da einen kleinen Disput zwischen ihnen und dem Verkäufer. Oder er wollte ein Rohr verlegen. Ja, das auch. Oder er wollte ein Rohr verlegen. Wissen Sie, so eine Rohrzange kann auch sehr gut sein. Vielleicht hat auch die Kasse geklemmt oder so. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er sein Rückgeld haben und beim Einkaufen hat er die Kasse geklemmt. Vielleicht wollte er auch mehr Rückgeld haben. Ja, das glaube ich ja nicht. Also ich kenne ihn jetzt gut genug und er ist ein anständiger Bürger. Ich bin ganz anständig. Ja, etwas haben wir. Ah, was denn? Aber nichts Gefährliches. Ja, das ist aber. Ich bin ein lieber Bürger, vielleicht bin ich mal zu schnell gefahren, hatte vielleicht auch mal eine illegale Waffe. Aha, also nichts Gefährliches. Nein, das Problem war das gewesen. Ich kann Ihnen das ganz perfekt erläutern. Ja. Ich bin auch, perfekt ich bin erläutern neu, sogar. Jetzt bin ich aber perfekt, gespannt. Genau. Ich war neu in diesem Staat. Hab mir von meinem Geld hart erarbeitet. Und da müsstest du selber lachen, ne? Und ich bin ausgekauft. Nee. Weil die Geschichte so dumm ist, deshalb. Also, wollten wir eigentlich dann noch so einen Vorverkaufsvertrag holen für mein Haus. Vorverkaufsferrari, ja? Ja, bin dann zum DOJ gefahren und dann sagen sie noch alle, ja, da kannst du hinfahren, pass auf, da 50er sind ja illegal, aber Waffe kannst du mitnehmen. Ich fahre dann da so bei denen drauf und dann kriege ich, wenn ich da durchsuche, weil ich rein will. Und auf einmal kommt dann so die Sache, ja, hier, Waffen sind hier komplett illegal. Sie bekommen jetzt einen Strafbescheid von $26.000. Ich so, alles klar, ich wollte eigentlich gerade ein Haus irgendwie anmelden. Mhm. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben getan habe. Ich werde dich auf jeden Fall einmal bitten, dich zu suchen. Sicher doch. Ihre Spitzen hast du nicht dabei, ne? Ja, ein paar Schlüssel. Heroinspritzen? Nee, die habe ich nicht dabei heute. Ach so. Nadelkissen zum Sticken oder so? Nee. Nicht mal ein Taschenmesser habe ich dabei. Ich schnitz sogar gern. Dann kannst du die immer wieder runter nehmen. Sonst schmilzt der Schnee. Dann guck ich mal, was drüben los ist. Also ihr zwei gehört zusammen. Ja, wir sind mit meinem Auto da. Mit dem Jugula da hinten gekommen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich rauche mal eine, weil da drin Rauchverbot ist und Spirituosen und Feuer. Naja, wissen wir nicht so ganz, ne? Wenn der auch Illegales vertickt. Tut er das? Weiß ich auch nicht. Nicht gefragt. Aber jetzt frage ich halt einfach mal nur so quer rein. Ja. Waren Sie heute schon auffällig? Mussten heute wegen Ihnen schon mal, beziehungsweise wegen Ihren Kollegens oder wegen Ihnen, schon mal die Polizei ausrücken? Also, wir wollten vorhin eine Sonnenbrille zurückgeben. Eventuell. Also war das ein Ja? Nein. Ein Nein. Also haben Sie bis heute noch gar keine Polizei gesehen? Doch. Die irgendwas mit Ihnen zu tun hatte? Doch. An einem Shop? An der Tankstelle. Oder Tankstelle. Jawohl, da haben wir es nämlich, ne? Dieses nervöse Lachen, ne? Und wenn er merkt, dass wir ihm auf die Schliche kommen. Warum nervös? Also ich finde es eher lustig gerade. Ja. Ich sehe schon, sie haben Schweißperlen unter der Mütze. Sie sind nämlich schon ein paar Mal auffällig geworden mit Shops. Wirklich? In 27.7 Stores. Wirklich? Angefangen haben sie damit am 6.12. und heute unbekannte Zeit auch schon wieder. Wegen, zitiere, schlechten Sonnenbrillen. Ja, das war ja auch so gewesen, wenn man im Staatsanträge bin. Wollen Sie mal meine Sonnenbrille sehen? Die haben Schott gekauft. Ja, aber das ist kein Grund, darum zu randalieren. Ja, wir haben nicht randaliert, wir haben mit ihm ganz normal gesprochen. Ein bisschen lauter geworden. Dann hat er den Notknopf gedrückt, dann ist die Polizei gekommen. Dann haben wir mit der Polizei gesprochen, so wie mit Ihnen jetzt. Wir reden ja ganz normal miteinander, von daher. Gut, ich werde auf jeden Fall noch abklären, was drüben los ist. Sie wurden mündlich schon mal verwarnt. Wurden wir das? Laut Text auf jeden Fall. Wenn Sie sich da noch irgendwie daran erinnern können, dass da mal was war, dann ist das gut. Wenn nicht, ist auch nicht schlecht. Dann würde ich dann einfach die Strafe vollziehen. So kommen ins Date. Okay. Knast. Alles in Ordnung. Da wollte ich schon mal hin. Ich habe gehört, da kann man Göffel produzieren. Göffel? Ja, Gabel und Löffel gleichzeitig. Ah, ja. Mir ist das Prinzip noch nie bewusst geworden. Ich habe immer Angst, dass ich, wenn ich meine Suppe göffel, dat dann alles rausfließt. Ja, eine Suppe löffelt man ja auch. Göffel ist dafür da, falls man Nudeln hat, mit Soße, dass man da die Soße mit drauf hat noch. Mhm. Das ist kein so ein Verbundwerkzeug, so dass man alles damit essen kann? Nein. Also. Mensch, die sind bei der Polizei und wissen nicht, was ein Göffel kann. Also ich frage mich, wie das zusammenpassen soll, dass ich wissen muss, was ein Göffel ist. Sie arbeiten bei der Polizei, sie haben bestimmt schon mal Triebtäter, Straftäter, alles verknackt. Okay. Dann wurde ihnen doch bestimmt schon mal erklärt, was ein Göffel kann. Warum? Weil sie haben selbst schon mal einen Göffel in der Hand gehabt. Keine Ahnung, warum. Na eben. Vielleicht essen sie auch mit dem Göffel. Nö, ich habe immer meine Hamburger, da brauche ich keinen. Ne? Sieht's. Wie man sieht's. Ja, nix, alles in Ordnung. Dann sieh mal auf, dass sie keine Dulle in den Bordstein treten. Ja, das ist bei mir so, ich trinke nur Vollmilch, weil Fettarme habe ich schon.
Den habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber den finde ich gut. Wenn es beim Winken wie beim Wasserbett ist, ne? Ja. Ich muss hier weg. Ja, dann laufen sie doch. Wird das mit der Fettarm auch besser? Da werde ich nur umgetasert. Hallo, und außerdem gibt es ein Erdbeben. Ja, oder sie verwandeln sich in so eine Kugel wie bei Indiana Jones. Ja, genau. Ja, und wenn dann der Schnee drumherum noch dran pappt, ne, dann werden sie immer größer. Ja. Da gibt es doch, glaube ich, so ein Spiel, ne? Wir wissen ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Was denn für Glashaus, Alter? Haben Sie mich nicht mal gesehen? Das ist nur die Weste. Ich bin 1,80 Meter groß und wie 76 Kilo, haben Sie mal. Ich bin auch 1,80 Meter groß und breit. Das andere Bein auch. So, wenn Sie heute. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Ja. Wie ist es eigentlich bei Ihnen so? Ja. Dann kann ich meine Bewerbung abgeben. Wir beide werden doch ein gutes Team. Na klar. Ich glaube, Sie haben ganz andere Probleme jetzt. Naja, wenn Sie heute schon mal da erwischt wurden, ja, ne, bei sowas. Das ist ja, wir wurden ja nicht erwischt. Wir haben ja wirklich naja, ganz Sie normal. Wissen aber, wenn das so mehrfach vorkommt, dann werden wir natürlich langsam mal, ich sag mal, aufmerksam, ne? Na gut, das ist ja dann Ihr Problem. Nee. Im Endeffekt ist das Ihr Problem. Ja gut, man kommt drauf an, was man als Problem sieht, ne? Ja, also wir kriegen ja Geld dafür, ne? Ja. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, ich auch, dann wäre es ja, schon schwierig genau. geworden, ne? Das wäre ganz schwierig gewesen. Also haben Sie den bewusstlos geschlagen? Ja, aber ich kann es ja mal bei Ihnen probieren. Hallo? Nee, lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Ich bin ein ehrlicher Bürger. Mhm, dass Sie das ohne rot zu werden sagen. Ich bin in der Polizeikontrolle. Ich bin noch nie auffällig geworden. Na klar, haben die Kollegen Sie schon gehen lassen? Ja, beinahe. Alles beinahe. Klar, lieber Polizist, meine Mama und Papa werden damit Betonmischer überfallen. Die müssen da schnell hinfahren. Oh, seine Mutter. 36. Wir müssen los. Beim Verkäufer. Einsatz minus zwei Satz. Ein Satz. Jetzt musst du. Kommt jetzt gleich eine Streife. Nochmal, ist jetzt nur der Vermerk. Nochmal auch zur Info. Mhm. Auch wenn Sie kein Bargeld dabei haben, sollten wir Sie nicht nochmal antreffen. Keine Ahnung. Dann werden alles klar. Polizei ist auf dem Weg. Tschüss. Die Einheit, die das anfangen könnte. Geht's gut. Okay, ja, das kann ich so verstehen. Gut, hey, das gleiche geht natürlich auch ja, bitte, das ist ja, wir halten uns heute zurück. Ich bin eine ehrliche Seele, ich habe bis jetzt wirklich, also eigentlich eine weiße Weste. Beim nächsten Mal zahlen. Wie lange gilt die Verwarnung? Du musst selber lachen. Wenn der weiße Weste die Verwarnung zählt so lange, bis sie verjährt ist. Verjährt. Bin stets bemüht, sagt sie schon immer. Ja, stets. Alles klar. Teilnehmer-Urkunde beim Sport. Gut. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ich Ihnen auch. Bleiben Sie sauber. Seien Sie nicht so streng mit Ihren Kollegen. Soll ich Ihnen beim Anschnallen helfen? Oder geht's nee, kriege ich noch hin. Kaufen Sie sich lieber einen Duden, damit Sie vernünftig sprechen. Okay, alles klar. Ja, das wünsche ich dir auch noch. Dann wünsche ich Ihnen noch vorsichtig, passen Sie auf. Ne? Und, schönen schauen Tag Sie auch. Tschüss, mein Lieblingskollege. Hier wurde uns da ein stiller Alarm gemeldet. Und unser Helikopter hat da Ihr Fahrzeug vor Ort gesehen, wie es sich davon ich entfernt hat. Ich habe ihn noch gesehen. War jetzt nichts Wildes. So war eine verbale Auseinandersetzung. Nichts Großes. Hallo, Herr Kahnemacher. Hi, Herr Durpen. Das Hausverbot-Ding wird aufgelöst. Habe ich aushandeln, geklären können. Okay, dann knülle ich die Anzeige zusammen, ne? Ja, bitte. Okay. Schönen guten Abend, das Sheriff's Department. Hi, Frank Steiner, was geht? Oh, hallo. Frank Durpin hier. Komm mal rein. Nö. Das ist mir zu gefährlich. Nein, das da drin ist mir zu gefährlich. Und was ist, wenn Sie gefurzt haben? Okay. Ist das wirklich so? Ich weiß nicht. Ja, er muckt ein bisschen, aber ja, komm rein. Ja. Unsicher. Hier ist niemand. Okay, ich habe hinten nicht geguckt. Soll ich hinten gucken? Können wir uns auf Ihr Fahrrad verlassen? Find es raus. Ich sag, hier ist keiner außer mir und der Verkäufer. Aha. Und weißt du für die Zukunft, ob mein Wort was wert ist oder nicht? Ich würde fast sagen, wir gehen rein. Aber ich muss sagen, als ich reinkam, ist einer rausgelaufen. Ich denke mal, der hat ihn irgendwie. Der war ziemlich schnell unterwegs, als ob seine Frau in den Wehen liegt oder so. Mhm. Wer ist denn da rausgelaufen? Ich bin Storm. Ist das nicht derjenige, der mit Ihnen vorhin am PD war? Habe ich nicht erkannt, das war schnell. Also. Wieso? Sind Sie zu Fuß hier? Ja. Stone! Aber ja. Kriegen wir eine weitere Tonheit als 20? Wieso? Unrealistisch. Ja. Ich kann mir jederzeit, egal wo ich bin, ein Taxi rufen. Ich bin nämlich schon über 18 und dabei. Da glaube ich Ihnen. Willst du jetzt endlich reinkommen, oder? Wir warten gerade noch. Ist so schön luftig hier draußen. Ja, mein Taxi kommt gleich. Mhm. Kommst du jetzt? Ja, kleiner Augenblick noch. So, was machst du denn? Wärmebildkamera durch die Wände gucken? Oder? Ja! Arschloch.
Scheiße. Bitte weiterfahren. Schön, bitte weiterfahren. Das ist mein Taxi, bitte. Brian, Sir? Bitte einmal weiterfahren. Danke. Okay, genau, ja. Aber halt, stopp. Taxi gerufen. Können wir nicht einfach reingehen? Nein, rein? Bleiben Sie mal hier. Ich will, Sir. Ich will doch noch einkaufen gehen. Darf ich nicht einkaufen? Brian. Ich weiß, hab auch nicht verstanden. Hier spielt die Musik. Also, Brian, komm raus, Sir. Sonst versau ich dir den Netflix-Abend. Oh, oh. Wir so mit. Der Netflix-Abend steht auf dem Spiel. Mit eurer neuen Freundin, die sie vor schon erst. Ich darf sie noch nicht poppen, erst morgen. Ja, trotzdem, aber er wird ihnen das versauen, hat er gesagt. Komm raus oder ich erzähl Jane, dass du andere Leute flanken wolltest. Knicker will ich keinen. Erzähl Jane, dass du keinen Pimmel hast. Komm raus jetzt. Doch da, du stehst doch neben dem Bier, Junge. Ja, komm. Ach, da ist ja das Bier. Warten Sie, ich nehme noch ja, aber die hat den bestimmt schon. Ja, nehmen Sie Bier mit und jetzt zack ich. Ja, er muss doch bezahlen. Muss ich das bezahlen? Ja, natürlich müssen Sie das bezahlen. Hören Sie mal. Digga, hier, du kannst auch vor, wenn du willst. Ja, okay, mach jetzt rein. So, kommen Sie mal raus. Kaputt? Nee, ich muss noch einen Vertrauensbeweis haben. So. String. Hast du Apfelsaft? Was ist denn hier los? Nur Orangensaft, hi. Alter. Ja, richtiger Saftladen. Ich hab Dingsgesaft, Orangensaft. Ey, jetzt hast du meinen Rucksack zerstört. Hab ich gerade gesagt. Genauso wie wenn man vor der Polizei masturbiert. Das ist auch schwierig. Wir sind noch hey, vorbeigefahren und. Man darf vor der Polizei nicht masturbieren? Mhm. Der hat mich dabei beobachtet. Nee, bitte nicht. Öffentlichen Ärgern ist es. Ja. Frauen dürfen aber, die sind davon ausgenommen. Wir haben auch nicht alle. Also Exhibitionismus beispielsweise gilt nur für Männer. Wollen wir uns Ibo ballern und uns Alkohol trinken? Ibo, Sie sind doch schon bekifft. Dabei, bei Alkohol ist schwierig. Ja, das stimmt. Ja, können Sie doch auch so viele Drogen ins System zu pumpen. Darf ich dich Koteletti nennen? Bitte was? Darf ich dich Koteletti? Können Sie sich Durbin nicht merken? Unwahrscheinlich, das klingt komplett ausgedacht. Dann merken Sie sich Frank. Haben Sie sich Ihren Namen ausgedacht? Ja. Frank kann ich mir merken. Der Pin. Durbin. Ja, Durbin. Der Pin. Kingpin. Der schwedische Durb. Kann ich mir nicht merken, Koteletti. Ja, dann sagen Sie einfach Frank, okay? Dann machen wir das jedes Mal so. Wir denken uns jedes Mal einen neuen Spitznamen aus, okay? Okay. Was ist denn eigentlich Fabi? Warum ist hier so ein Auflauf? Keine Ahnung, ich war hier nur einkaufen. Ja. Und dann ist jemand rausgerannt, den er nicht erkannt hat, der zufällig mit ihm vorhin am PD war und der zu ihm gehört, ne? Was an, ich bin komplett bekifft, verstehst du nicht? Ich hab das schon verstanden. Okay. Aber ich bin zu Fuß hier und so und ja, warum soll ich mir denn sonst ein Taxi rufen? Ist draußen ein Taxi? Draußen ist ein Taxi, das wartet auf Sie dann, ja. Ja aber, also wenn Sie jetzt nicht mit uns kommen müssen. Soll ich? Weiß ich nicht. Ich suche mich. Töte mich. Nein, mich ab. Nein. Ich war's. Okay, was denn? Weiß ich ja nicht. Darum geht's ja. Okay, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen kann, wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Ja? Ich habe mich heute selbst verteidigt vor Gericht. Das haben Sie auf jeden Fall schon mal verstanden. So, was haben Sie hier angestellt? Da, hör doch mal. Ich höre doch. Ich bin selbst verteidigt vor Gericht und gewonnen. Das ist gut. Wurde freigesprochen. Glückwunsch. Womit? Danke. Wie mit was? Mit Recht. Ich dachte, Jiu-Jitsu oder sowas. Ach so. So, ja. Was haben Sie denn hier drin getrieben, dass der arme Mensch hier den Notknopf gedrückt hat? Bekifft? Ach so. Aber Sie haben doch gesagt, das wäre in Ordnung für ihn. Ich hab's vermutet. Sie haben mich auch... Sie haben es vermutet. Sir, Sie haben mich gefragt, warum ich vermute. Sie haben mich gefragt, warum ich denke, dass das passiert sein könnte. Und das denke ich vielleicht, wenn überhaupt. Aber vielleicht wurde ich auch gar nicht gedrückt. Ihr habt nur Langeweile und wollt nach dem Kiffer schikanieren. Sind wir hier etwa in Bayern? Ja, verdammte Cannabis-Haschgiftkonsumenten. Oh, Scheiße, ich wusste nicht, dass ich die Landesgrenze übertreten habe. Wir sind in Bayern, Alter. Jo, servus. Grüß dich. Ich hab gekifft. Nee. Aber wisst ihr, was das Schlaue ist? Wenn die Bullen kommen, rauch ich den letzten immer weg. Ach so. Hast du immer so viel Bargeld bei dir? Ja, habe ich immer bei mir. Das können alle deine Kollegen bezeugen, sogar welche, die auf der Straße schon irgendwelche Dings bei mir machen mussten. Na klar. Ich hab immer Bargeld bei mir. Ich glaube, er wollte damit ausdrücken, dass das jetzt seins ist. Ja. Aber ist jetzt nicht so, keine Ahnung, kannst du ruhig wieder runtergehen. Ja, und ich wollte es nur sagen, weil das fragen manchmal die Kollegen, aber viele wissen das auch von ihren Kollegen, dass ich immer ganz viel, immer, wirklich immer. Warum denn? Weil ich der Bank nicht vertraue. Nein, aber die Bank verarscht dich doch eh. Was ist denn, wenn die Bank pleite geht? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was mit eurem Geld passiert, wenn die Bank pleite geht? Oder wenn alle auf einmal die Auszahlung fordern, so wie es 2008 war, ne? Waren es nicht alle auf einmal, aber so viele, dass es nicht hingehauen hat. Ja, genau. Ich will jetzt nicht noch Wirtschaftswissenschaft. Scheiß auf Wirtschaftswissenschaft. Du hast mich doch. Ich wurde gerade gefragt, warum ich meinen Bargeld so viel Kiffer Bargeld zu verspicken. Wenn ich sag euch eins: Wenn du 20.000 auf einem Konto hast, ne? Und eine Bankkarte, wirst du das Geld ausgeben und nicht wissen, wo du es ausgibst. Wenn du es aber in deiner Tasche hast, 20.000, du kannst jeden Euro nachvollziehen, jeden Dollar, jeden Yen, jede was ich für eine verfickte Währung du auch immer in deinem Land hast. Ja, aber das ganze Geldsystem ist ja auch auf Vertrauen aufgebaut. Wem gegenüber? Ja, sie vertrauen ja, wenn sie mir 20.000
$20 geben, dass ich ihnen auch einen Gegenwert für $20 gebe. Ja. Ja, ist auch Vertrauen. Tue ich das? Na, no, ich vertraue eigentlich nicht drauf. Ich denke immer, dass mich jeder abzieht. Ist wirklich so. Ich bin immer bereit, jemanden in die Fresse zu schlagen, wenn es sein muss, weil er mich versucht abzuziehen. Jeder, selbst ein Kassierer irgendwo, habe ich immer im Hinterkopf, dass das so sein könnte. Weil es einfach eine fiktive Scheiße ist. Also das stelle ich mir als trauriges Leben vor. Warum? Naja, weil sie ja unter dauerndem Stress leben müssen. Anstatt einfach mal das Grundvertrauen in die Menschheit zu haben. Ne? Haben schon viele gemacht. Also sie denken, dass der... Grundegalhaltung, ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein. Tatsächlich ist es mir egal, was mit Geld passiert. Und mir ist Geld auch egal. Ich lasse mich nicht verarschen. Deswegen möchte ich jetzt auch gerne von Ihnen wissen, ob das jetzt Ihre Einschätzung ist, dass der Herr den Notknopf gedrückt hat, weil Sie ja drin einen Joint geraucht haben. Ich bin echt stone. Warum waren wir nochmal hier? Sie haben gerade über Geldsystem und so weiter referieren können. Jetzt erzählen Sie mir nicht, dass Sie die einfache Frage nicht beantworten können. Erdbeer oder Zitrone, deswegen. Warte mal, welche Kaugummis würdest du nehmen, wenn du stoned wärst? Erdbeer oder Zitrone? Zitrone, immer. Okay, danke. Ja, weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Mit Erdbeer gesund. Ich gestehe alles. Ich habe die Pornomagazine zwei Sekunden angeguckt. Er ist eine Erdbeere und möchte Zitrone. Aber nur angeguckt. Nur angeguckt. Was denn? Ich habe sie wirklich nur angeguckt. Es gab damals einen Rekruten, der musste diesen Laden säubern. Oder zumindest als erster reingehen. Ich möchte nicht daran erinnert werden. Mir wurde da erzählt. Bitte nicht. Ich musste dort rein. Oh, meine Frau kam zwei, drei Tage später in die Stadt. Ich bin in den Laden rein. Hab abgespritzt und da war der ganze Boden voll damit der Scheiße. So, der ganze tapeziert. Boden? Ja, die haben ein bisschen übertrieben. Bitte, können wir nicht so einen Teelöffel nur eigentlich? Nein, können wir bitte das Thema wechseln? Es gibt haben Sie Vietnam-Flashback? Chefkelle. Also ich kann dir sagen, im Nachhinein die Geschichte war anders, aber... das soll so leben, das ist schön. Was war's denn? Ist das so eine Geschichte wie hier quasi? Oder? Nee, damals habe ich Milch ein bisschen ausgekippt, damit die denken, oh ja, der hat wirklich voll viel Wichsel da rausgekriegt. Oder war das nur so ein kleiner Fleck? Danke, tschüss. Sind Joghurt das runtergefallen, kann ich von denen nicht zugeben. Naja. Ja gut, was ist denn jetzt überhaupt Phase? Na, wir haben ein Notsignal von dem Kassierer hier bekommen. Ja, dann red doch mal mit dem Schiedbügel da. Ja, eigentlich schon. So. Minion, Sheriff Durpin mein Name. Warum haben Sie denn den Notknopf gedrückt? Sir, es bringt überhaupt nichts, wenn Sie mir das Ganze auf Spanisch erklären. Sie sollten mir das ganzen Amerikanisch erklären. Ich kann Spanisch. Lassen Sie sich das gerade mal von ihm erklären. Er findet Cannabis-Haschrausch-Konsumenten so anstrengend. Ach so. Er hat gedrückt. Ja, ist das in der Öffentlichkeit verboten? Ich glaube nicht, ne? Geben wir ihm einen Platzverweis für 24 Stunden und dann ist easy, oder? Müssen wir dafür was ausfüllen? Nö. Hier sie. Herr Steiner. Hola, hallo, meine ich. Alter, ey, Digga, was? Hey, vorsichtig. Ay, was ist, wenn ich sie hier anstupse? Mach ich so. Hey, da ist Officer Street. Hallo. Hey, hallo, nicht alle auf einmal. Geht doch mal raus. Ich muss hier was kaufen. Nein, jetzt wird hier nichts gekauft. Wir sind doch sofort wieder weg. Gehen Sie doch erstmal nach draußen noch. Eine Orange. Ein Orangensaft. Mach jetzt nichts diesen. Ich schieb dich raus, wenn es einmal. Nein, ich schieb dich zurück, Digga. Ich war Sumo-Ringer. Alter. Guck, ich schieb dich nicht mehr, gell? Holy shit! Alter. Ich war Sumo-Ringer, ja. Ich merk das schon. Da kannst du runterklettern. Komm mal mit. So, Herr Steiner. Ja. Folgendes. Der Herr ist tatsächlich. Der hat einen Drogentoten in der Familie. Ja. Was? Ja. Und hat mir das jetzt gerade erklärt. Der mag das überhaupt nicht, wenn irgendjemand hier in dem Laden. Rauschgift konsumiert, ja. Auch wenn natürlich Marihuana noch nie zu einem Todesfall geführt hat, aber in dem Fall ist er eben vorbelastet. Ja, ich würde Sie bitten, hier drin bitte keine Joints mehr zu rauchen und zusätzlich den Laden für 24 Stunden einfach des Friedens halber nicht mehr zu betreten. Na gut. Ja? Da muss ich meine Kaugummis fahren. Hallo, bitte raus. Einen schönen, wundervollen Abend wünsche ich noch. Ja, Ihnen auch. Ey, man kann dich aufhängen am Rücken. Ja. Bitte draus fahren. Alle. Geil. Das machen wir im Umkleideraum immer, wenn jemand unartig ist. Hängt den auf? Dann packen wir den an Kleiderständer. Ja, das war nicht. Geil. So. Ja, dann schönen Abend noch. Ja. Tschüss, ne? Ciao. Tschüss, Kollege.